Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 NF Marsch, vierfach am Donnerstag. Einen wunderschönen guten Morgen zur Folge 255. Natürlich wieder mit dem Livestream-Chat, wer kennt's nicht. Wir haben letztes Mal noch einen Traktor gekauft. Er ist schön, er ist leise, er ist unverwechselbar. Applaus bitte. Da ist er. Ist er nicht goldig? Der einzige Grund für diesen Traktor, oder der einzige sinnvolle, die einzige sinnvolle Verwendung für diesen Traktor ist, dass der den Stadtwerkswagen zieht. Das ist alles. Mehr braucht man dafür nicht. Das ist genau sein Job. Ist ein Elektrotraktor, habt ihr richtig gesehen. Ich habe die Ladestation auch schon gesetzt. Ne? Nicht, dass da Kommentare kommen. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Ne? Es ist einfach ein wunderschönes Gerät. Das muss man mal so sagen. Das Schöne ist, es ist leise. Es ist leise, aber die Rundumleuchte funktioniert. Ne? Das ist wichtig. Und damit können wir jetzt rumflitzen. Wie gesagt, zum Schneidwerkswagen ziehen. Habe ich mir gedacht, ist okay. Ne? Töte es, bevor es Ei legt. So schlimm ist es auch nicht. Ich finde auch die dicken Reifen gut. Mit denen können wir auf alle Fälle nicht eine BGA festfahren. Würde ich so nicht machen. Ist ja nicht stylisch. Oh, die Vorsprünge, ja. Hat mich Tensuko auch gefragt, ne? Kann diese Wiese da weg? Ich sag, Alter, das ist die Froschbrücke, lass sie da. Mach mal Radio aus, vielleicht hört man ihn. Ja, es hat doch nicht so böse. Er hat gar nichts gemacht. Guck mal, das ist seine Aufgabe hier. Das ist doch mal ein Gespann, bitte. Also, das ist ja wohl Oberpremium. So, weißt du, und dann können wir nämlich den hier machen. Deswegen auch so einen kleinen süßen, so einen wendigen. Weil da können wir nämlich hier vorne den Wagen erstmal parken, bis wir fertig sind. Und dann können wir da wieder aufs Feld fahren mit dem Ding. Er hat ein bisschen was von so einem Golf-Caddy, ne? So. Perfekt. Kann stehen bleiben, ist okay. So, jetzt brauchen wir natürlich neue Drescherkurse. Klarer Fall, hat schon jemand richtig erkannt. Weil wir natürlich jetzt ein größeres, breiteres Schneidwerk haben. Also mal gucken, ob das funktioniert. Jo, ich habe noch Raps drin gehabt, aber das tut ihm auch nichts. Das ist ja doof, kannst du nicht mal tanken. Brauche ich ja nicht, weil ich habe ja eine E-Ladesäule im Hof stehen, weißt du? So, gut, dann machen wir hier noch einen neuen Codus Maximus. Feldnummer 2. Vorgewende machen wir. Zweimal müsste reichen. 18 Meter haben wir jetzt, ne, meine Damen und Herren. 18 Meter. Ist schon fett. Ist schon fett. So, zack. Feldnummer 2 war das. F2, Dreschen, 18 Meter. Das ist schon... Also ich glaube, viel mehr können wir auch nicht machen, ne? Also viel mehr, glaube ich, will ich auch gar nicht machen. So, der drischt erstmal. Der hier wird noch fleißig rumgeladen. Perfekt. So, was haben wir heute noch zu tun? Der ist fleißig im Ansehen. Das macht er sehr, sehr gut. So, was haben wir noch hier? Holz, dies, das... Und der hier. Wir brauchen noch einen Abfahrer. Wo ist denn der Fendt eigentlich? Wir hatten doch mal den Fendt als Abfahrer. Der hier war das. Löschern die alten Drescherkurse? Nein, mache ich nicht. Manuel, weißt du warum? Es hat einen Grund, warum ich die alten Drescherkurse lasse. Weil ihr da draußen könnt ja die Kurse im Video, in der Videobeschreibung runterladen. Und da sind die Kurse drinnen mit allen Metern-Angaben. Das heißt, wenn ihr jetzt keinen so einen großen Drescher habt, sondern nur einen Tucano mit 7,7 Meter zum Beispiel, dann habe ich auch einen Kurs drinnen. Auch dein Kind, der verwenden. Und das ist genau der Grund, warum ich die Kurse drin lasse. Nicht, weil ich sie brauche, sondern weil ihr sie vielleicht brauchen könnt. Das nehme ich die Geschichte. So, das heißt, Abfahrer muss jetzt bereitgestellt werden. Dann haben wir... Warte, ich glaube, ich habe den Power-Tube genommen, ne? So war das nämlich gewesen. Dann können wir auf alle Fälle mit dem dicken Fendt oder mit anderen Fahrzeugen, wir haben ja noch andere Fahrzeuge rumstehen, können wir mal gucken, wie es aussieht mit Feldern neu bestellten. Das ist auch eine wichtige Sache, die gemacht werden muss, ne? Das ist ja nett. Ja, so bin ich halt, ne? So, dann gucken wir mal, was der lieber Tensuko mir da reingeballert hat. Zack. Feld Nummer 3. Oh, ich bin vorbei, ne? F3 Silo Drescher. F3 Abfahrer Silo Drescher. Jo. Sieht gut aus, ne? Oh, nee. Sieht nicht gut aus. Ah, stimmt.
Ihr habt recht gehabt, aber der F3-Kurs passt auch nicht mehr, wenn ich das gerade so sehe. Den müssen wir nochmal bearbeiten. Den müssen wir nochmal bearbeiten. Aber ihr habt recht. Es ist Feld 2. F2. Das heißt, wir bauen uns den wahrscheinlich wieder selber, ne? Oh, den habe ich wohl übersehen. Ja, die Feldkurse sind viele sind so gut. Alles gut. Es ist natürlich schon so lange her bei mir, dass ich nicht mehr weiß, wie haben wir denn angefangen, den Suku? War das zum Feld oder vom Feld weg? Weiß das doch auch nicht mehr. Ich glaube, es war zum Feld, aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Niklas, grüß dich, einen wunderschönen. Weil hier haben wir die Ausfahrt, hier haben wir den Silo. Hier vorne kommen wir rum, das ist okay. Dann bräuchte man eigentlich nur einen, der wegfährt. Hast du eigentlich eine Seitenkonsole? Habe ich da. Habe ich da, aber nicht im Gebrauch momentan. Vom Feld weg. Warum eine Facecam? Wurde sich gewünscht. Wir haben es mal gemacht. Und da kam gut an und wurde auch mit einer Umfrage bestätigt. Ja, Facecam soll bleiben und deswegen ist sie da, die Facecam. Nicht bei allen Folgen, zum Beispiel Hofwiesenberg gibt es keine Facecam. Aber ansonsten ja. So, warte mal, ich bräuchte hier nicht gar nicht rumflitzen, ne? Wir haben einmal hier Feld 2 Hof. Hof 1. Start. Ich mache das immer so, da sehe ich das nämlich besser. Dann haben wir den Hofkurs. Schon volle Lektion, ne? Krass. Dann haben wir den Hof. Hof 1, Hof Silo, Hof aus. Ist es das hier? Gott. Ja, das ist es aber. Das stimmt, das ist es. Und dann haben wir noch einen. Feld Nummer... Nee, Hof zu Feld 2. Der wird nicht mehr passen. Der wird nicht passen. Doch, der passt. Hast du es doch geändert, denn so gut, du Schlingel. So, dann sagen wir ihm noch, welcher Traktor ich haben will. Der Lexion. Und dann haben wir eigentlich einen Tutti Combatikus, ne? So, okay. Das läuft hier. Habe ich eigentlich gemacht? Ja, alle. Okay, danke. Danke, Tensuko. So, wer die Folge nicht gesehen hat am Dienstag, wie der Hof jetzt aussieht, kann sich gerne die Folge nochmal anschauen am Dienstag. Da seht ihr einiges, ne? So, hier wird gewartet, das ist aber kein Problem. Der wird erstmal wegfahren, drehen. Wir können aber gucken, ob die Strecke funktioniert. La 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 la. Meinst du, dein Zug macht nur halbe Sachen? Nein, also bitte. Das würde ich nicht in meinen Mund nehmen, ne? Nee. Genau, Hashtag danke den Sugu. Kann man wirklich sagen. So, warte mal, wir gucken jetzt mal. Der müsste ja hier reinfahren, ne? Das ist, normalerweise mache ich das nicht, aber das ist jetzt gerade wichtig. Und deswegen, warte hier mal einen kleinen Moment. Die Silos, ne? Die Silos sind eigentlich nicht da. Lass euch nicht täuschen davon. So, da kommt jetzt hier rein. Wir müssen jetzt gucken, wo er hinfährt, weil... wenn er hier nämlich durchfährt, dann habe ich ein, also kein Problem, aber dann weiß ich zumindest, aber ich glaube, der fährt hier durch, ne? Wo fährt er? Oh, du fährst gar nicht durch. Ja, da fahr doch einfach, wo du willst, weißt du? Wo kommt der jetzt? Der muss doch irgendwie hier rein. Ah, Grüße. Sind sie neu hier? Ja, ja. Sie müssen hier rüber, ne? Sieht gut aus, ne? Der würde jetzt nichts ausladen, weil er nichts drin hat. Na, klar. Aber nur, dass wir es mal gesehen haben. Links oder rechts? Der fährt nach rechts. Ah, der macht hinten wahrscheinlich eine Schleife, ne? Irgendwo. Wir fahren einfach mal mit. Aha. Also wenn er durch die Waschanlage jetzt auch noch fährt, ne? Okay, das nicht. Das wäre zu viel gewesen. Okay. Aber es ist wichtig für mich zu wissen, welche Punkte ich freihalten muss.
Sieht gut aus, oder? Ich denke, das ist okay. Okay. Läuft, funktioniert. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet, muss ich sagen. So, dann schauen wir hier mal rein. Ich glaube, die 3 war es, die ja schon bereit war. Genau, die 3, die 14 und die 1. Oh Gott, wir müssen ganz viel Zeug machen, ne? Die 13 ist auch reif. Die 3, die 1 und die 14, jetzt habe ich es. Erstmal düngen wahrscheinlich. Jo, erstmal düngen. Ne, warte mal, wir konnten uns das doch sparen, ne? Wir werden jetzt zuerst säen und dann später werden wir spritzen und düngen. So war nämlich die Sache. So, das heißt, warte mal, zum, na, den Quatsch, können wir machen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir denn, sehen müssen, ne? Das ist auch so eine Geschichte. Ja, da ist er halt wieder, ne? Ist halt einfach ein schönes Gerät, das, der Fendt hier. Badam, 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 badam. So, Weizen, dann machen wir Weizen, genau, ist auch schon eingestellt. Jetzt müsste ich nochmal kurz zum Lager fahren, gucken, ob da noch was drin ist. Und wir müssen unbedingt am Hof die Produktionen auffüllen. Das muss laufen, das können wir so nicht warten lassen. Ne? Also müssen wir einfach machen. Uah. Ich weiß ja, warum ich so schlecht fahre. Dieses Ding ist nicht an, die Rodum-Leute ist nicht an. So, habe ich da noch was drin? Ja, Werner, erstmal komplett viel zu weit fahren. Kein Dünger. Habe ich mitverkauft, ne? Saatgut haben wir drin, das ist schon mal gut. Da müssen wir uns jetzt gleich um den Dünger kümmern, damit da was vorangeht. So, wir können eigentlich direkt hier beim Feld 1 anfangen, ne? Was kostet... Hä? Hier ist Unkraut drauf. Böse, 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 böse. So. Feld Nummer uno. Ja. Das waren 12 Meter, bin ich der Meinung. Oder waren die... Oh, ich kann mir diese Maße von der dicken Bäder nicht merken. Entweder waren es 9 oder 12. 12 waren es, habe ich alles richtig gemacht. So, ich bin auch gespannt, ob diese Kurve hier besser funktioniert. Da bin ich wirklich gespannt, weil da war ja immer dieser ekelhafte Zaun. Der ist ja jetzt weg, ne? Und da bin ich jetzt gespannt, ob das einfach besser funktioniert. Ich bin wirklich in freudiger Erwartung. So, dann machen wir hier das hier, zack. So, und dann würde ich sagen, kannst du eigentlich weitermachen, mein Freund. Dann lübt das. Da haben wir schon gekalkt, ne? Wir sind auch fleißige Bienchen, so. So, bei euch hat das funktioniert. Oh, das hat funktioniert. Am besten Red Bull anbauen, bin ich auch dafür, ne? So. Dann könnte man eigentlich... Ich muss eine Sache nachgucken. Zellstofffabrik arbeitet nicht mehr. Alarmstufe rot. Kein Hackschüssel mehr im Haus. Sägewerk. Man muss natürlich sagen, dass wir sehr viel Zeit verplempert haben mit dem Hofumbau. Hackschüssel, okay. LKW. Es geht los. Einsatz. Ist schon cool, ne? Wenn du weißt, wo alles steht und alles hier aufgeräumt ist, ist schon... Boah, mag ich. So, haben wir denn einen Kurs? Sägewerk. Hof aus Sägewerk. Im besten Fall fängt er da vorne... Ich glaube, er fängt da vorne an. Das ist einfach nur geil. Es ist schon cool, ne? Ein- und Ausfahrt, das haben wir richtig gut gebaut, ey. Muss man wirklich so sagen. Das macht echt Bock. Das läuft. Das läuft. Was mit der zweiten dicken, könnte man sich überlegen, ja. Könnte man sich überlegen, aber brauche ich jetzt noch nicht, muss ich gestehen. Was ich eher feiern würde, ist aktuell ein zweiter Drescher. Da wollte ich jetzt aber... Ah, warte mal. Wir wollten auch noch was anderes machen. Ich wollte doch noch ein bisschen Mist und Gülle holen für die Düngerproduktion, damit die schon mal wieder läuft. Das wollte ich doch schon machen.
Kann man es sich so das Logo selber machen und im LS dann einfügen? Nein. Kann man machen? Also, kann man machen? Ist auch nicht schwierig. Es gibt YouTube-Anleitungen dafür. Und das ist wirklich überschaubar schwierig. Also das, wenn du da ein bisschen Zeit investierst und ein bisschen so Schritt für Schritt nachmachst, ist das keine Hexerei. Würde ich nicht. La, 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 la. So. Gut, liebe Leute, wir lassen es erstmal gut sein für heute. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, am kommenden Sonntag früh um 5 Uhr. Ich werde da sein. Ich hoffe, ihr auch. Habt einen wunderschönen restlichen Tag und ein schönes Wochenende, beziehungsweise Anfang. Und bis am Sonntag. Ich bin raus. Macht's gut und ciao, ciao.